Kennst du schon Wikisana? Professor Dr. Fritz Albert Popp hat in seinen Forschungen schon eine wichtige Erkenntnis gehabt. Und auf ihn geht das Zitat zurück: Jede Erkrankung ist auf einen Lichtmangel in den Zellen zurückzuführen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir wollen uns heute über genau das, über den Lichtmangel in den Zellen, na zumindest ansatzweise, unterhalten oder über eine Möglichkeit, wie wir diesen Lichtmangel wieder auffüllen können. Und dazu habe ich einen spannenden Gast. Ingomar W. Schwelz ist heute bei mir. Er ist seit 50 Jahren Journalist und hat sich jetzt in den letzten Jahren, ich werde ihn gleich mal fragen, wie lange schon, auf alternative Therapiemethoden fokussiert, die entsprechend getestet, untersucht und darüber auch berichtet und ist dann letztendlich bei einer speziellen Technologie gelandet. Und das wird natürlich auch Bestandteil unseres Gesprächs sein. Also bleiben Sie dran, es wird spannend. Bis gleich. Lieber Ingomar, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein bei euch und mit dir sprechen zu dürfen. Sehr schön. Wir haben schon ein paar Gespräche miteinander geführt, aber ja, es gibt immer wieder etwas zu berichten, Neues zu berichten, neue Erkenntnisse. Und das wird jetzt in unserer neuen Interviewreihe, die wir jetzt mit diesem Gespräch wieder starten, wird Thema sein. Aber zunächst einmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Interviews noch nicht gesehen haben, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, würde ich dich bitten, dich einfach nochmal deinen Werdegang nochmal zu erzählen, damit man deinen Hintergrund auch kennenlernt und damit man auch versteht und deine Kompetenz auch erkennt, warum du ja heute da stehst, wo du stehst. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine lange Zeit, ne? 50 Jahre. Ich war mit 20 schon Journalist, also ich war Redakteur in Graz in Österreich, wo ich geboren wurde. Und bin dann nach einiger Zeit, ja, nachdem ich wirklich das Handwerkszeug so halbwegs gelernt habe, ich war zuerst Sportjournalist und bin dann nach Stuttgart gegangen. Da war ich beim Stuttgarter Zeitungsverlag, da wurde gerade eine neue Zeitung gegründet, die Sonntag Aktuell hieß die damals. Und es war total spannend für mich, bei einer Gründung mehr oder weniger redaktionell dabei sein zu dürfen. Und dort war ich dann 5 Jahre. Und dann kam ein Angebot, was mich selber überrascht hat, als Korrespondent von der Nachrichtenagentur AP nach Ostberlin zu gehen. Also als DDR-Korrespondent zu arbeiten, als Westjournalist in der DDR auf der anderen Seite der Mauer. Und ich habe das dann mir überlegt und angenommen, weil es klang so spannend. Es war so eine Übergangszeit damals mit Gorbatschow kam dann, Glasnost, Perestroika, also alles muss gläsern werden. Und in der DDR hat es gekrummelt und bin 85 dahin und dann 89 beim Mauerfall, natürlich mittendrin im Geschehen, dort wo das angekündigt wurde, dass die Mauer jetzt sozusagen nicht mehr da ist, da war ich dabei, sogar bei der Pressekonferenz. Und das Interessante war damals, ich habe gemerkt, in der Zeit von 85 bis 89 war ich natürlich dann immer in der DDR, dass da wenige Menschen unglaublich viel Energie entwickeln können, die auf andere Menschen überspringt. Und dieses Thema hat mich eigentlich von dort an nicht mehr losgelassen. Also 88, 89 war so eine total spannende Zeit, was Frequenzen betrifft. Und das ist ein Effekt, den ich dann immer wieder verfolgt habe. Ich habe das dann beim Maharishi-Effekt, habe ich das gehört auch, dass da in Washington ein paar tausend Leute meditiert haben und die Verbrechensquote um 25% in dieser Riesenstadt, wo es im Sommer mehr Verbrechen gibt als sonst in irgendeiner Jahreszeit. Ja, da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass so wenig Menschen man braucht, um einen Effekt zu erzielen. Also die Wurzel von 1% einer Menge von Menschen kann damit beeinflusst werden, wenn Menschen in eine Richtung ziehen und kohärent sich ausrichten. Das ist so, wie wenn ich jetzt ein Magnet gebe auf Eisenspäne, dann richten die sich auch gleich. Gell? Und das habe ich dann, das war immer in meinem Kopf drin.
Und dann war der Mauerfall, dass man wirklich eine völlige Veränderung von einem Tag zum anderen weniger hatte. Und dann war natürlich das andere, dass ich sehr angestrengt war in der Zeit gesundheitlich und habe dann 1994 beschlossen, das sind die Russen als letzten Alliierten aus der DDR ausgezogen übrigens, ja, wissen vielleicht viele nicht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kümmere ich mich um meine Gesundheit. Das war der Hauptaspekt, weil ich war natürlich ausgebrannt und war ununterbrochen beschäftigt, diese ganze Entwicklung zu beschreiben. Und habe 1994 eine eigene Agentur gegründet, die sich mit Medizin beschäftigt hat. In dem Sinn, dass ich mir eine eigene Entwicklung sozusagen beschrieben habe. Diese 90er Jahre war eine Zeit, wo es um Kuren geht, Darmkuren, Ayurveda-Kuren, Meyer, FX-Meyer-Kuren. Dort liegt im Darm liegt die Gesundheit und ich habe das alles sehr angenommen und habe das alles ausprobiert. Mhm. Ich bin dann herumgereist durch die Weltgeschichte, war in Sri Lanka und in Indien und habe dann alles das, was ich gedacht habe, das tut mir gut, das habe ich gemacht. Und aus dem heraus hat sich dann eine Situation ergeben, dass Menschen mich angerufen und gesagt, ich habe da auch etwas, was vielleicht für dich interessant sein könnte, wo du berichten könntest drüber. Und habe dann begonnen, über alle möglichen Dinge zu berichten und auch selber alles natürlich auszuprobieren, und weil ich gemerkt habe, das ist ein Thema, was ganz viele Menschen betrifft. Ja, also das heißt, die wollen nicht nur in diese schulmedizinische Richtung gehen, wo es eben nur um die Unterdrückung von Symptomen eigentlich geht, das war mir schnell klar. Ja, also das heißt, Cholesterinsenker, da muss ich nicht groß auf eigene Ideen kommen, das haben die einfach so verschrieben. Wenn man, ja, oder dass man einfach nur in diese Richtung geht, mal den Geist auch mehr hineinbringen zu können. Ja, es gibt ja auch genug chronische, ja, Krankheiten, wofür es einfach in der also in der klassischen Medizin keine Lösung gibt. Ja. Und es gibt immer die gleichen Lösungen, die Sie glauben, vorgeben zu müssen. Mhm. Ja, es sind immer die gleichen Geschichten. Cholesterinsenker, Blutverdünner und Operationen und solche Dinge oder Chemotherapien. Das war mir klar damals, das kann es nicht gewesen sein. Und habe dann wirklich, war total offen für neue Dinge. Und dann kamen so die wie Zeolit zum Beispiel als Detox-Maßnahme, wo man Darmreinigungen machen kann, also zerriebenes Lavagestein. Und habe dann begonnen, über solche Sachen immer mehr zu schreiben und habe dann auch mit Büchern begonnen. Weil das war für mich dann, aufgrund meiner Recherchen hatte ich so viel Material und gesagt, dann schreibe ich mal ein Buch über Zeolit und was das verursacht und dass man damit sogar Krebsheilungen machen kann, weil das hat mir eine Ärztin, hat mir ihre Testimonials gezeigt, mhm, in Österreich. Und bin dann immer auch mehr in diese energetische Richtung gekommen, ja, dass ich gemerkt habe, da gibt es dann das Thema Elektrosmog kam dann so hoch und Schutz vor äußeren Wellenlängen, die eigentlich gar nicht zu uns passen, die nicht natürlich sind. Und ja, so hat sich dann mein Leben plötzlich in eine Richtung entwickelt, wo ich ganz von anderen Leuten angesprochen wurde, ob ich nicht über sie schreiben könnte. Mhm. Und, aber das war natürlich nur so, ich habe alles ausprobiert. Gell? Also ich hatte die Zeit dazu und die Muse, weil ich total neugierig war, weil ich nicht viel gefunden hatte in der Literatur oder insgesamt, wo ich gemerkt habe, das wird wirklich gut bedient. Ja? Mhm. Und dann im Jahr, so viele Jahre sind das nicht her, letztes Jahr, im Anfang letzten Jahres, hat mich jemand angerufen und gesagt, du, ich habe da etwas für dich. Das ist ein Frequenzgenerator, der ohne Strom läuft, der einfach göttliche Urfrequenzen ausstrahlt und die Menschen in eine göttliche Ordnung bringt und die Umgebung. Mhm. Das hat mich ein bisschen, das fand ich total spooky, ja, als ich diesen Anruf bekommen habe. Aber da ich ja offen war für alles, habe ich mir sowas schicken lassen. Das Gerät steht hier, Gerät soll man ja nicht sagen. Also Gerät hat immer den Input, dass man da vielleicht einen Stromanschluss hat. Das läuft so einen technischen Aspekt. Ohne. Ja, und das ist das SYK, nenne ich das. Mhm. Und SYKK. Und das kam dann zu mir. Und ich habe es aufgestellt und innerhalb kürzester Zeit war mir klar, ich habe eine Gänsehaut gleich gekriegt, ja, was vielen Leuten übrigens passiert. Mhm. Und habe dann geschaut, was löst das bei mir aus. Also auf jeden Fall, ich hatte zum Beispiel in der Früh damals zwischen 5 und 6 immer Herzrasen in der Früh beim Aufwachen. Also mir ging es wirklich in dem Sinn nicht so gut in der Zeit und das war von einem Tag zum anderen weg. Also das Thema Herz hat mich dann schon angefangen zu beschäftigen insgesamt.
Und es ganz einfache Dinge passierten danach. Meine Nägel sind schneller gewachsen, meine Haare sind schneller gewachsen. Ich konnte besser schlafen. Wenn ich so kleine Verletzungen hatte, weil ich am Land wohne und da kann schon mal was passieren, das ist alles viel schneller geheilt. Ja? Also das war wirklich wunderbar. Und die Stimmung hat sich vor allem verbessert auch. Also so leichte Depressionen gingen sofort weg. Und ich habe gesagt, gut, ich probiere das jetzt mal aus. Und habe dann natürlich angefangen zu recherchieren, wie kann sowas passieren. Also aus der größten oder höchsten Schöpferebene etwas runterzubringen in die dichteste Dichte. Also wir sind ja praktisch von oben nach unten, kann man sich vorstellen. Die Buddhisten sagen 49 Ebenen von ganz oben, von der Feinstofflichkeit in die Materie hinein. Und das war natürlich ein Thema, wo ich gedacht habe, na das, sowas hatte ich in der Art noch nie. Und es war angreifbar. Also wenn Religionen irgendwas behaupten oder so, dann ist es immer, hat es einen rein geistigen Aspekt. Aber hier kam dann so ein materieller Aspekt dazu. Und habe dann geschaut, wie ist das überhaupt entstanden. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass das praktisch von einer Frau, die heute Mitte 90 ist, als Medium empfangen wurde, der Bauplan für dieses Gerät über Jahre. Also nicht, dass sie sich einmal hingesetzt hätte und dann was aufgeschrieben hat, sondern die hat das über Jahre gemacht, die wurde irgendwie ausgewählt. Von einer höheren Macht und hat dann, so wie ich jetzt hier, so ein Blatt Papier sich hingelegt und einen Kugelschreiber und hat dann angefangen, sich hinzulegen, ist eingeschlafen. Am nächsten Tag war das alles vollgeschrieben mit dem Bauplan. Und dann wurde immer wieder diskutiert, mit oben und unten, hat sie mir erzählt. So nicht, aber das schon und so. Und in diesen Jahren hat sie dann eben diesen Bauplan entwickelt und hat dann eine Firma gesucht, die das baut. Und diese Firma, die gibt es in Dresden und das ist wirklich eine sehr angesehene Firma, die auch für viele medizinische Produkte auch so die Rahmenbedingungen macht, also das, die Hardware herstellt. Aha, okay. Und ja, und dann hat sich das in dem Sinn so ergeben, dass ich immer mehr Leute hatte, die dafür Interesse hatten. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Und in letzter Zeit ist das derartig explodiert, das war unglaublich. Die Leute rufen mich alle an und sagen, kann ich das mal haben oder testen oder wo kriege ich das überhaupt und so weiter. Und jetzt bin ich dabei, ein Buch drüber zu schreiben, weil ich so viele Informationen jetzt schon gesammelt habe zu dem Thema Geist und Materie, wie sich das jetzt verbindet. Also das Geistige kommt in die Schulmedizin oder in die Medizin und in die Materie hinein. Und das ist natürlich in diesem allgemeinen Rahmen, den wir haben, gesamtgesellschaftlich, das Thema überhaupt zurzeit, finde ich, dass die Menschen einfach in diese Richtung gehen und sagen, also das gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als nur eben gut zu essen und menschlichen Gelüsten nachzugehen und nur den Körper in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und dieses Thema, das beschäftigt mich sehr stark. Ja, ich wollte dich nur vorher nicht unterbrechen. Also wir wollen jetzt hier keine Schelte betreiben an der klassischen Medizin, wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Also die ist wichtig und wir sind auch dankbar, dass wir sie haben. Und ich gehe davon aus, dass SYK ist auch etwas Integratives, was sich mit der klassischen Medizin auch kombinieren lässt, ganz gut. Ja, ne? Wunderbar in dem Sinn, dass Therapeuten aber ein Großteil der Menschen, die mich kontaktieren, sind Therapeuten und Ärzte, die sagen, kann ich das kombinieren mit meiner Therapieform? Oder mit meinem, ja, es gibt ja Leute, die machen Hypnosetherapie oder Kinesiologen und so weiter. Und darum geht es genau, dass das alles verstärkt wird. Weil ich habe hier sozusagen einen 24-Stunden-Heiler, der praktisch ein Feld aufbaut, ja, ein Frequenzfeld der Heilung, der Vollendung. Also es ist wirklich etwas, was man dann auch spürt, dass da ist etwas um mich rum, wo ich jetzt göttliche Ordnung verspüre nach einer gewissen Zeit. Und das ist natürlich für jeden Therapeuten eine gute Geschichte, wenn zu Hause die Menschen das haben oder er in der Praxis das hat. Ja, viele Menschen haben, oder Therapeuten haben es in ihrer Praxis stehen, also die meisten eigentlich, die dann bei mir sich gemeldet haben. Und so ist es dann entstanden, dass ganz viele Schulmediziner das auch jetzt haben, gell? Ja, es ist ja eigentlich auch so, dass man nicht unbedingt als Arzt oder Therapeut, der das jetzt in der Praxis stehen hat, darüber sprechen muss, oder? Weil das steht eben da und tut. Ne? Ja. Man muss es jetzt nicht irgendwo anschließen an den Patienten, sondern es macht. Es bereitet das Feld, also eine
ich sage jetzt mal, eine ordnende Umgebung mit den Frequenzen, oder korrigiere mich, wenn ich irgendwas so, falsch sage. So würde das auch sagen. Und dann hat es auch nicht diesen, diesen komischen Charakter, vor dem vielleicht der ein oder andere Arzt oder Therapeut dann sagt, das möchte ich irgendwie nicht kommunizieren müssen gegenüber meiner Patienten, sondern das steht da und es hilft mir bei meiner Arbeit, oder? Kann man so sehen? Ja, die Patienten, die, genau so ist es, weil die... die spüren, dass da irgendwas ist. Manche kommen rein und sagen, irgendwas ist da anders bei ihnen. Da ist eine andere Atmosphäre oder so. Und, aber und das steht einfach so da. Das ist einfach nur die Atmosphäre, die da ist. Und so ist die auch zu Hause da. Die hat dann ein Feld von 30 Metern. Und das baut sich aber immer weiter auf. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie groß das Feld ist. Ich bin in einem Einfamilienhaus als Beispiel. Und ich habe dann gemerkt nach einer Zeit, dass es draußen, wenn eine Gartenparty ist, also auch zu spüren ist. Aha. Und Menschen, die sensibel sind und feinfühlig, die spüren das sofort. Ja, die sagen, was hast du denn hier? Andere Atmosphäre. Und das, ich habe den Eindruck, es, das Feld dehnt sich immer weiter aus, je länger es dann eben dort steht in dem Haus. Und ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Meter rundherum dieses Feld dann aufgebaut wird. Ja, es ist ein perfektes Feld von Frequenzen, von Heilfrequenzen, die einfach sich ausweitet. Also es ist wie ein Geschenk des Himmels. Ja, ein Himmel oder so ein Geschenk des Himmels in schwierigen Zeiten, sage ich mal. Ja, himmlische Hilfe in dunklen Zeiten, habe ich es mal genannt. Und das ist einfach, wenn das Pendel in eine Richtung ausschlägt, was ja in den letzten Jahren bei uns passiert ist, dass alles in diese negative Richtung geht, dann ist es eigentlich von den kosmischen Gesetzmäßigkeiten so, es muss in die andere Richtung auch gehen. Ja, genau. Also wenn ich jetzt mir so ein Stück entsprechend aneigne oder beziehungsweise zulege und ich bin in einem Mehrfamilienhaus, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, dann beeinflusse ich mehr oder weniger ja auch, oder was heißt beeinflusse, aber dann habe ich eine Wirkung auch für die Nachbarn letztendlich dann inklusive, oder? Ja, ist richtig. Ich habe eine Frau, die hat mir erzählt, die wohnt in einem 9-stöckigen oder 10-stöckigen Haus und irgendwo im 7. Stock oder so. Und das war immer ein furchtbarer Lärm mit den Kindern und die Menschen, die gestritten haben natürlich. Ja. Und das normale Alltagsleben sozusagen. Und als sie das aufgestellt hat, so bei sich zu Hause, ist innerhalb kürzester Zeit eine gewisse Ruhe in dem Haus eingetreten, die überhaupt für sie eigentlich nicht vorstellbar war. Und das hat natürlich wirklich dann Auswirkungen gehabt auf das ganze Hochhaus. Und das Interessante ist, da war natürlich die Überlegung, darf ich das überhaupt, andere Leute damit zu beeinflussen? Mhm. Und die Antwort ist, ja, ich darf das. Weil die Seelen sprechen sie untereinander ab und sagen, also ich brauche das nicht, diese Energie. Hat was mit Resonanz zu tun. Wenn ich nicht in Resonanz gehe, dann geht es auch nicht. Also deswegen gibt es da keine Bedenken. Ganz offen, dass man irgendwo das Gerät in einem Mehrfamilienhaus aufstellt für sich selber. Mhm. Ja. Mhm. Das kommt genau dort an, wo es kommen soll. Und wer nicht will, der will halt nicht. Ja. Mhm. Könnten sich ja rein theoretisch dann mehrere auch zusammenschließen und sagen, wir tun was Gutes für uns und legen zusammen? Ja, das passiert in solchen Dingen wie Behindertenwerkstätten, in Kindergärten und so weiter, weil dort natürlich auch ziemlich Rambazamba herrscht und dort gerade Kindergärten, also die Kinder, die also angeblich ADHS oder was auch immer haben und unglaublich rumtoben und schreien und sich überhaupt nicht beruhigen können mehr und so, die fangen dann, hat mir eine Kindergärtenleiterin erzählt, fangen dann an, plötzlich Geduldsspiele zu spielen, also das und Dinge zu machen, wo sie sich konzentrieren müssen auf ein Ding oder so. Ja. Und das ist in ganz vielen Kindergärten sehr beliebt und ich habe von der Firma auch erfahren, dass die dann auch so eine Art Sponsoring betreiben und das den Kindergärten zur Verfügung stellen, weil so viele gute Effekte da sind. Mhm. Oder Behindertenwerkstatt hatte ich jetzt mal auch einen Erfahrungsbericht, wo auch wirklich sehr negative Energien geherrscht haben, wo ein Mensch zum Beispiel geschrien hat wie ein Rabe, die ganze Zeit, wo er dort war. Und urplötzlich, nachdem das Gerät dort stand, hat er innerhalb kürzester Zeit aufgehört, zu schreien und zu toben. Ja. Also das wirklich solche Erfahrungsberichte, das hört man natürlich total gern, weil man merkt, da passiert wirklich was. Der Mensch, der hat also wie so ein,
also als ob man aus einem Dornröschenschlaf aufwacht in dem Moment. So kommt man das manchmal vor, dass der Mensch sagt, also irgendwie habe ich so plötzlich einen achtsamen Moment, ja, plötzlich einen wachen Moment. Ja. Und das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn man die Erfahrungen hört. Ja. Ja, es gibt nicht nur die Erfahrungen, also solche Erfahrungsberichte, sondern ihr habt das ja, glaube ich, auch eben mit diversen Verfahren auch schon wirklich physisch getestet, was passiert. Ich habe dann, natürlich ist immer die Frage, wie kann man das dann testen, dass die Menschen das erglauben, dass linkshirnig und rechtshirnig, also linkshirnig wäre jetzt zu sagen, gibt es da jetzt Untersuchungen drüber ganz und so weiter. Genau. Und die gibt es Studien nicht über mit tausenden Leuten logischerweise, das ist ja völlig unvorstellbar, aber Messungen wurden klar gemacht, wo man sagt, über Mikroskopie, Dunkelfeldmikroskopie, dass zum Beispiel in der Zeit, wo eben Thrombosen sehr stark in den Vordergrund gerückt sind in unserem Alltag, dass das Blut sich ganz schnell wieder auflöst, entklumpt und die Geldrollenbildung, das kennen wir, wie das dann aussieht, da ist kein Sauerstoff mehr da, weil die Polarität zwischen den Blutplättchen nicht mehr da ist, sich auflöst und dann das Blut wieder ins Fließen kommt, und zwar innerhalb von 1-2 Stunden, nachdem man das vorher gemessen hat mit Dunkelfeldmikroskopie, und dann das Gerät hingestellt hat, was ja kein Gerät ist, und dann noch einmal die Mikroskopie gemacht hat, die Fotos, und dann sieht man, dass das Blut ins Fließen gekommen ist und völlig normales Blutbild da war. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil das war ja natürlich eine Zeit, wo diese Blutgerinnung ein Riesenthema war und es immer noch ist natürlich. Immer noch ist, ja, natürlich. Ja. Und für viele Menschen ist das. Und ganz interessant waren natürlich auch diese Herzrhythmusstörungen, da bin ich erstmal noch mal so richtig drauf gekommen, das könnte ein Riesenthema werden, und das ist ja auch ein Thema, was wir sicher noch besprechen werden, ja. wo man über HRV-Messungen, also Herzratenvariabilitätsmessungen, messen kann, den Stress, den Menschen haben. Und bekommt man so ein Gerät, ja, so, oder Elektroden an den Körper, und kann dann messen, was da passiert im Körper, wenn ich im Bereich dieses Geräts bin. Und da hatte ich so eine Therapeutin, eine Psychotherapeutin, die hat es schon in der Früh angelegt, diese Elektroden, die HRV-Testung, und ist in die Praxis gefahren, wo das Gerät dann aufgestellt worden war. Also das wurde gerade dann in ihrer Abwesenheit hingestellt. Und dann hat man gesehen hinterher, dass die auf dem Weg in die Praxis große Herzrhythmusstörungen hatte. Das kann man dann auch bildhaft darstellen. Da ist ein schwarzer Balken, der läuft dann über das Bild. Und als sie in das Zimmer kam, in die Praxis und in dem Feld dieses Geräts war, hat es aufgehört. Und zwar innerhalb von Sekunden. Also es war nicht so, dass man dann 10 Minuten gebraucht hätte. Also man kommt rein und das sieht man genau an dem Bild. In der Sekunde hat irgendwas sie total beruhigt und sie konnte sich entspannen und ist dann raus, nach 2 Stunden war sie in der Praxis, dann habe ich mit ihr gesprochen danach und dann ist sie raus und das Gerät sofort wieder angefangen, die Herzrhythmusstörungen darzustellen. Sie hat es dann ins Auto gegeben und so, da war es nicht ausgerichtet, aufgestellt, und zu Hause hat es wieder hingestellt und dann zeigt das Gerät wieder diese Entspannung an, dass sie wieder keine Herzrhythmusstörungen hatte. Also das heißt, mit solchen Dingen kann man das sehr gut messen eigentlich, was da passiert. Und das ist nachweisbar, man kann das visuell sehen. Ja. Ich sage immer, das ist linkshirnig, weil ich bin ja ein Nachrichtenkorrespondent eigentlich. Ja, also das heißt, Beispiele zu bringen und das bildlich darzustellen, um was es geht. Und sehr interessant ist natürlich auch dieses Thema als Raumharmonisierer, das zu sehen. Weil das kann man inzwischen sehr gut messen mit Bovis-Einheiten. Also es gibt inzwischen Methoden, wo man Resonanzen messen kann. Und normal Bovis-Einheiten gehen bis zum Wert von 18.000. Das sind Lebensenergieeinheiten. Magst du kurz für die Zuschauer beschreiben, was Bovis? Ja, da gab es einen Forscher. Man redet immer von Lebensenergie. Ja. Ja.
Und was ist Lebensenergie? Ist die messbar oder Qi und Prana? Mhm. So, das ist eigentlich das, was das Gerät macht. Das ist ja nicht so, das elektromagnetische Spektrum, das hat damit gar nichts zu tun. Also Lichtwellen oder Radiowellen oder so. Mhm. Und da sagt man mehr Qi und Prana, das sind Lebensenergie-Dinge. Und die können gemessen werden über Bovis-Einheiten. Und Alfred Bovis war eben ein Forscher, der ist dann Mitte des letzten Jahrtausends gestorben. Also ja, Mitte 1950 irgendwann mal, sagen wir so. Und oder 47 ist der gestorben. Und hat eine radionische Technik entwickelt, wie man das messen kann, die Energie, in Räumen. Natürlich auch in Lebensmitteln von Menschen und so weiter. Und das hat einen Wert von normalerweise so bis 18.000, wenn man jetzt Kirchenplätze misst und so, bis 25 maximal. Und das Gerät wurde dann sozusagen in einem Einfamilienhaus getestet, zuerst ohne, dass es da stand. Da hat es einen Wert gehabt von ungefähr 6.000 Bovis-Einheiten. Das ist gerade so an der Kante zum eher Negativen. Da geht es schon die Schwingungstabelle nach unten sozusagen insgesamt. Mhm. Der Wirbel geht nach unten. Und einen Tag später war das schon bei 15.900. Also das hatte schon eine eindeutige Heilwirkung nach der Skala von den Bovis. Und das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Man kann also richtig messen, welche Störfaktoren in diesem Raum sind und wo Resonanzen da sind, die nicht funktionieren. Mhm. Und das sind radionische Verfahren, die jetzt immer weiter ausgebaut werden. Auf dem Markt gibt es ja einige Geräte, die ich selber persönlich nicht so gut finde, weil sie ja, wenn man irgendwas ich habe jetzt irgendwas, ja, Leber 528, anti-entzündlich 747, ja, Herz oder so, das kann ich alles einstellen, aber das kommt alles vom Menschen. Ja, das ist eine Menschenlimit. Woher soll ich jetzt wissen, dass ich das jetzt so lösen soll? Und dann kommen andere, was kommt, das andere Problem löse ich dann morgen oder wie auch immer. Mhm. Also das heißt, da gibt es ja diese Geräte, wo man dann mit den Rife hat es begonnen, Royal Rife war so ein Forscher, der dann Krebs heilen konnte, indem er in ein Gerät mit zwei Elektroden dann Nummern eingegeben hat. Zuerst Nummer 4 eine Minute, Nummer 27 und so weiter. Ja. Und das hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Ja, das ist was anderes. Und aber das sind wir bei dem Zitat, mit dem ich eingeleitet habe von Professor Dr. Fritz Albert Popp. Jede Krankheit ist ein Lichtmangel in den Zellen. Ne? Und das wäre das, was dann Zück umsetzen würde. Das Zück setzt das eigentlich für mich also wirklich idealerweise um, in idealer Weise, weil da kommt einfach Licht kommt in dich hinein. Mhm. Ja? Also das heißt, jeder Gegenstand, jeder Mensch hat eine Biophotonenausstrahlung, also Licht, das sind Lichtteilchen. Und kann man sagen, der hat eine Aura oder so weiter. Und wenn einer eine helle Aura hat, und dann hat man ihn früher dargestellt mit seinem Strahlenkranz. Ja, das waren die Heiligen. Ja, wieso? Weil die natürlich eine hohe Ausstrahlung hatten. Mhm. Und heutzutage kann man die auch ganz klar sehen. Emoto hat mit seinen Kristallbildern gezeigt, ja, dass eben hexagonale Strukturen eine unglaublich schöne kristalline Struktur aufweisen. Liebe und Dankbarkeit ergibt den schönsten Kristall, hat er mir erzählt, im Wasser. Ja. Also das heißt, wenn ich nur Gedanken oder Gefühle reingebe ins Wasser, dann spiegelt mir das Wasser das wieder. Das heißt, ich sehe die Ordnung, die ich in meinem Leben habe, in meinem Körperwasser. Ja. Und je mehr hexagonale Strukturen ich habe, desto mehr nehme ich Licht auf. Mhm. Und je mehr ich Licht aufnehme, desto mehr kann ich es natürlich ausbreiten. Und dann fange ich an zum Strahlen. Also ist der Mensch strahlend oder hat er ein Charisma? Ist egal, wie man das nennt, ja. Und das ist die Verbindung zu dem, was du gesagt hast mit dem Pop. Die Gesundheit wird wiederhergestellt. Und die Gesundheit wird automatisch hergestellt, weil die Zellen natürlich wieder ihre Aufgabe hundertprozentig erfüllen können. Mhm, ja. Lieber Ingo, wir sind leider zeitlich schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen, aber wir werden das Ganze fortsetzen und werden da weiter uns darüber unterhalten, was es noch für positive Auswirkungen hat. Mhm. Und für den Moment bedanke ich mich aber ganz herzlich. Magst du uns noch ganz schnell sagen, wenn die Zuschauer jetzt sich näher informieren wollen darüber, wo finden sie denn etwas? Ja, ich bin ja als freier Journalist so begeistert gewesen, dass ich eben ein Buch jetzt drüber schreibe. Mhm. Aber die Firma, die das herstellt, die gibt es in Deutschland und das Sück.at findet ihr das oder Sück.com
ist es zu finden, die ganzen Informationen, die benötigt werden. Ja. Also sykk.com oder .at. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ja. Wunderbar. Dann danke ich dir für den Moment. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Ja, ich auch. Bis dahin. Bis dahin. Okay. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie uns zugesehen haben und dass Sie sich geöffnet haben für diese Idee und für diese Technologie, also für das Sück. Und freuen Sie sich schon auf weitere Gespräche. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Bleiben Sie bis dahin liebevoll zu sich selbst, bitte achtsam und wachsam für Ihre Umgebung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.